So, moin moin, hier sind wir wieder, noch aus der zweiten Folge vom Stream. Ja, in der letzten Folge haben wir natürlich hier aufgehört, sag ich jetzt mal. Und ja, jetzt will ich hier irgendwas mit einer Städtedienstleistungsgebäude, hat keine Straßenanbindung. An einer Straße errichten, ah ja. Das heißt, ich muss jetzt irgendwas basteln, ja. So, haben wir das Gebäude denn? Ja toll, jetzt kriege ich einen Kreisverkehr, weißt du? Da kommt ein Kreisverkehr, da kommt ein Kreisverkehr. Ne, jetzt noch nicht. So, wo ist denn das Gebäude? Ist das hier? Ne, das ist Gesundheit. Das ist Müll. Ey, ah. Gesundheit braucht keiner. Ne, das ist Landschaft. Hey. Ja toll, Städtedienstleistung, ja, Terraforming, ja, will ich noch nicht. Wo, hä? Wie ist denn das Gebäude her? Ah, stimmt, hier ist unser Entwicklungsraum. Ja, können neue Design, Gebäude, Bauprojekte und so weiter freischalten. Mhm. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal mit erweiterten Straßendienst. Ja. So, aber jetzt hätte ich gern das Gebäude. Ich brauche Wohngebäude, ja, weiß ich. Aber, hä? Ah, da! Ah, cool, ich kann Ampeln bauen. So, Straßenwartungsdepot. Wo setzt man dich denn hin? Kommst du hier hin? So. Dann kann ich die also komplett ändern. So. Dann würde ich sagen, weil die ja jetzt hier mehr Wohnraum wollen, warum auch immer. Nein, Spaß. Kriegen jetzt nochmal eine Straße hinzu. Bis zum Ende. Das sieht auch gut aus. Zack. Kriege ich dich hier hin? So. So. Dann kriegen wir noch mal ein bisschen Wohnraum hier. Ach ja. So, was nehmen wir denn? Reihenhäuser? Ach, komm mal eine Runde Reihenhäuser. Komm hier Reihenhäuser hin. Hier kommen noch die normalen hin. So. Ist das dann wieder ein normales Gebiet? Wie macht der das? Ist ja wieder Dulles im Kopf hier. Leider liegt nicht am Anwender. Von außen. Hallöchen. Hallo. Und alles gut. Ja, warte. Sobald ich sie stumm geschalten quatschen. Also gemacht habe. So. So. Ja, so ganz fit bin ich noch nicht, aber. Ach, alles gut, du. Geht schon, wird schon. Irgendwie. Wird schon besser, ne? Ja, das Komische ist, es ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Kenn ich. Das ist das, was mich so nervt. Das ist so ein Mittelding, mal bin ich fertig, mal geht's. Mhm. Mal huste ich wie eine Blöde, vor allem liegen. Und ich schlafe. Ja, das ist aber, glaube ich, normal. Mit dem Husten im Liegen ist, glaube ich, normal, dass das dann am schlimmsten ist. Im Sitzen geht's soweit, aber im Liegen ist halt blöd. Aber ich kann auch nicht so ewig lang sitzen. Das ist dann Mist. Das ist wahr. Also im Normalfall kann ich schon, aber... Jo. Jo, ja. Wie das Spiel aussieht. Hm? Wie SimCity, gell? Danke. Das ist ja nichts anderes. So, City Skylines hat sich dann wohl eher ein bisschen ausgedrückt. Das ist ja. Hier noch ein Gewerbe. Ja, ein bisschen Gewerbe hin. Gerade.
Oh. Ja, so einigermaßen. Ich habe keine Nachfrage, weil es ist ja langweilig. Wer hat noch einmal behauptet, dass warme Hefe weiß, wie angeblich helfen soll bei so einer Scheiße? Ingwer hilft gut. Ja. Nee, es ist aber doch scharf. Nicht unbedingt. So, aber da, dann kommt der Halten wir fest, es schmeckt nicht. Ich finde Ingwer bäh. Okay. Da, ja. Ingwer ist bäh. Ja, da weiß kann man nicht. Naja, gut. Oha. Na. Da ist die Hase schon wieder. Na. No. Und natürlich die Müllabfuhr, die darf natürlich nicht fehlen, gell? Ja, ja, Abfallwirtschaft, ist klar, das kennt man ja alles aus dem Alten noch. Dann kommt dann hier, ja. Aus Terraforming passt mir ja hier gar nicht, gell? Kannst du das nicht drehen? Alles gut. Sieht halt gerade lustig aus. Da kann ich das, glaube ich, hier anpassen. Oder? Dann kannst du da einen Spielplatz reinbauen. Oder Spielplatz! Spielplatz klingt gut! Angleichen? Oder was mit Pferdchen? Du hast keine Berge bauen. Ja, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Das ist das Spiel. Scheint noch ein bisschen buggy natürlich zu sein. Natürlich, es ist immer das Spiel. Ja. So. Das Ganze auch schon mal schöner aus. Ein bisschen. Ja, okay, bis auf das da. So. Egal, Wasserschutz. Das ist ein Wasserschutzwall. Das soll so sein. Das sind Klippen zum Klippenspringen und so. Ja, genau. Ja. Ich muss hier irgendwann auch noch einen Deich errichten, ne? Also. Ich bin ein Friesenjung. Bin ein kleiner Friesenjung. Und genau. Hinterm Deich. Der fehlt mir noch da drin. So, wieso habt ihr jetzt alle keine Arbeiter? Was ist denn hier? Mangel an Arbeitskräften. Ja, dann sieht man, die hier bauen. Gib mal Gas hier. Jede Menge Kran und mach Korn. Mach doch selber. Ne, ich mach jetzt schneller. Ich zieh die ersten ein. Guck, da. Ding, 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 ding. Das sieht doch schön aus. Ich werde die ganze Zeit warten. Wir waren auch zu blöd, ey. Ja, gut, das ist halt normal, ne? Gut, aber wie weit komme ich hin? Naja, grafikmäßig könnte aber noch ein bisschen raushauen hier, gell? Ich finde es interessant, wie die einparken. Du musst in Wirklichkeit zu gehen. Dann wäre es viel lustiger. Dann wäre es viel, viel lustiger. Nee, ich habe die Sounds so ein bisschen angepasst. Mittlerweile. Meinst du hier im Soundboard oder wie? Oder? Nee, ich meine jetzt auch generell jetzt auch bei Twitch. Ja, ich hab da ja vorhin was gesehen. Ich muss schnell gucken. Da. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Aus Seele. Ja, ja. Mikrofon anmachen. gut. Ich finde das halt lustig. Ich habe gedacht, okay, komm, das kommt jetzt mal da hinzu. Da war ich schon vorbei. Ach ja. Sailor Moon. Wer kennt? Nee! Mal ein bisschen versuchen, ein Terraforming zu machen. Ach ja. Hat das jetzt? Wie? Die kennt das? Dann habe ich keine Ahnung, woher die das kennt. Ich habe das nicht von mir. Hilfe?
Aber ich kann ja hier Vegetation bauen, oder? Noch ein bisschen ablenken. Das ist was Gängiges. Wenn das kein Kind heute noch nicht gehört hat, weiß ich es auch nicht. Oh, ein bisschen Bäumchen. Ach so, hier kann man mehrere machen. Oh, oh. Ein paar Bäumchen pflanzen. Dann sieht der Wald vielleicht direkt schöner aus. So. Siehste. So. Machen wir einen kleinen Wald hier hin. So. Was ist das? Achso, das kann ich hier auch noch da. Vegetation, ja, Thema, Pflanzen, Werkzeugmodus. Ernsthaft, das kann ich dann noch einen Weg durch. Fußgängerseilbrücke. Spazierwege machen. Janni ist klar. Gibt noch nicht. Denk an die Fahrradwege. Das dauert noch. Ja, ja. Ernsthaft, kann ich jetzt hier sagen, ich will jetzt hier einen Fußweg reinhaben oder was? So durch den Wald? Ja. Bisschen schnörkelig. Moin. Cool. Dann müssen die Bäume halt nur noch wachsen, ne? Wie komme ich jetzt da hoch? Okay, das ist denen jetzt wieder zu steil, oder was? Ungültige Form. War mir klar. Jo. Also, ich merke, man muss hier sehr viel mit Terraforming behutsam umgehen. Another letter from our erstwhile listeners. What's up, honey? Me and my sister love you. Oh, that's nice. Y'all got clarinets and violins. Passt. So, haben sie auch einen schönen Park? Nein, noch nicht ganz. Warte, warte. Ist das noch was kleiner? So. Passt. So, was wollt ihr noch? Winziges Dorf. Was habe ich denn hier? Kartenfelder 3. Ah, okay. Kartenfelder. Aber Ankauf der Karten vergrößert sich das Gebiet. Okay. Ja, dann zähle ich Ressourcen und Ankauf. Ach du Scheiße. Das ist ja voll winzig. Da sind noch Fernverbindungen. Ja, alles cool. Oh Mann. Leonis, du bist der Burner manchmal. Aber die Frage ist, wohin erweitere ich mich? Das haben Kinder so an sich. Zumindest sind die im Alter noch. Ja, das war... Well, no, the point is we're selling it and bringing money into the... Die drei Stück. Da, ein bisschen erweitert. Wie ist es dunkel? Da, Uhrzeit Vorsteller stellen. Und die sind eigentlich gerade wunschlos glücklich, so wie ich das gerade sehe, oder? Da wird fleißig gebaut und gemacht und getan. Was ich halt cool finde, dass sie halt mittlerweile die Stromleitungen da unter Wasser haben. Also unter der Straße, wie es sich eigentlich gehört. Schon mal gut. Zeit, ja. Ja, beim alten City Skylines war es leider nicht der Fall. Früher war das anders. Früher war alles besser. Naja, bis auf die Stromleitungen. Aber dann... Boah, wieso... Genau, wie ich das meine. No, bist du dir da so sicher, dass er das versteht? Ja, alles gut. So alt bin ich auch nicht. Im Normalfall. Die Frage ist, kriege ich das Wasser weg? Nee, wer ist heutzutage noch normal? Der war noch nie normal. Ey. Und ich kenne den schon ein paar Jährchen. Ich nicht, ich bin neu. Wie lange kennen wir uns jetzt? Warte, ich hatte es jetzt die Tage, ich hatte es jetzt die Tage, ich hatte es jetzt die Tage 22? Ja, ich glaube 22. Ich glaube, mit 12 war das damals. 21 oder 22 Jahre. Hey, gar ein kleines Dorf erreicht. Juhu. Ja, irgendwie so war es, ne? So, okay, jetzt kommen die Kreisverkehre. Das heißt, sie werden irgendwann alles komplett wegreißen.
Obwohl. Warum ist nichts aus euch geworden? Ja. Frag eher, warum es kaputt gegangen ist. Altes Thema. So. Ich frag später. So. Wir brauchen schon wieder Wohngebiete. Das Thema haben wir hinter uns. Noch mehr Wohngebiete. Wollt ihr mich eigentlich verkackeiern? Ja, aber anscheinend nichts für den Stream. So. Ja. Nee. Gut, dann haben wir da das Gewerbe. Das heißt, ich gucke jetzt mal. Ich will jetzt einfach mal einen Kreisverkehr haben. Sehr großer Kreisverkehr. Da kommt ein Kreisverkehr. Da kommt ein Kreisverkehr. Ja. Da kommt einer hin. Ja. So, das heißt, von da aus fahren wir weg. Kommen hier hinten gleich die nächsten Wohnblöcke hin. Schön am See. Ein bisschen die gehobenen Leute. Dann muss das aber am Ende der Straße sein, ne? Was? Weil das heißt doch, am Ende der Straße steht ein Haus am See. Da stehen mehrere am See. Und du weißt genau, was ich meine. Ich weiß. Oh, bis dahin kann ich, bis dahin gehe ich. Gerade Straßen bauen kann er jedenfalls nicht. Wieso? Sind doch gerade... Was hast du da für einen Knick drin, Alter? Ja, gut. Wo sind denn das gerade Straßen? Hör mal. Das ist die Rastfunktion, die macht das automatisch. Hast du getroffen? Nein, ich trinke nicht. Dann habe ich für dich mitgetrunken, so. Hast du den Salat. So, die läuft aus, das passt. Was ist hier noch eine? Nee, da bleibe ich doch lieber bei dem Spiel, was ich spiele. Städte bauen ist mehr. Ich bin aktuell Sons of the Forest am Spielen. Mit Calvin. Das sagt mir ja gleich gar nichts, aber es hört sich nach Survival an. Ja. Yep. So, Wohnhäuser mit mittlerer Dichte, das passt das doch. Das sind so Spiele, wo ich Experte im Sterben bin. Ich auch, Sterben, aber aktuell geht's noch. Was war es noch bei Seven Days? Sterben, verhungern, Ja. Ja. Seven Days ist eins meiner Lieblingsspiele. Spielst du es ja auch gerne mit Mods. Ich bin grundsätzlich krank und gehe ständig kaputt. Das ist... Nee. Da bin ich immer Medic. Ich erst mal hinkomme. Oh. Das kannst du dir von Anfang an aussuchen. Zumindest da, wo ich spiele. Ja gut, du hast ja die Mod-Funktionen drin, ne, gell? Ja, ich spiele halt über bei einem Bekannten mit. Ja. Und der hat halt einen eigenen Server und der hat halt den Warzug-Mod drauf. Also der spielt das Warzug und hat da die noch Mods und was weiß ich nicht was drauf. Macht aber eigentlich Spaß. Das ist ja eine andere Baustelle als das, was ich gespielt habe. Oh, kommt hier noch ein bisschen Gewerbe. Survival-Modus spielst, selbst wenn du die Zombies ausschaltest und kriegst es dann nicht hin zu überleben, dann sowieso auch schon mal verloren. Oh, das ist aber gar nicht so. So, ja, haben wir noch ein paar Minütchen. So, dann nehmen wir da den nächsten raus. Also ich hab, ich bin halt immer der Mensch, der, das Essen und Trinken auch ständig vergisst. Aber, solange der Spaß nicht drunter leidet, ich nehme mir halt einfach eine automatische Schrotze und... Ja, das ist das beste Ding, was es gibt. Natürlich. Auch eine, die Schrotze sagt, wie geil. Wow, stehe ich ja voll drauf. Ich immer hier so dieses Stock im Arschige. Schrotflinte? Nein. Ja. Dann ist eine Schrotze und dann bleibt eine Schrotze. Ja. Genau. Und das, was sich da drauf reimt, darf man jetzt noch nicht sagen. Nee, ist doch kein 22 Uhr. So. Hammer, warum darf man das nicht sagen? Müssen wir uns dafür verantworten? Wer ist denn hier der Streamer? Ja. Du
du hast dafür zu sorgen, dass wir solche Sachen nicht sagen. Ja. Und wenn wir es trotzdem tun? Ich kann dann höchstens aus dem Discord verbannen, aber das kann er ja gerne mal versuchen. Ja, weil, gerade weil ihr beide auf Scheffel steht. Ich kann nichts dafür. Ich habe schon öfter gesagt, im Haus, aber... Alles gut. Ist doch in Ordnung. Du brauchst einfach einen auf den Arsch von uns Frau. Wenn die eine nicht da ist, macht das die andere. Oder so. Das Schöne ist, ich wohne ja gar nicht mal so weit weg von ihm. Hm. Siehst du, dann kann sie meine auch gleich übernehmen. Dann kriegst du den Bestock mit. Das sind ja nur knappe 8 Kilometer. Ja, so ungefähr. So, das heißt, wir machen jetzt hier noch gerade das Industriegebiet hin. Ja, und das Schöne ist, wenn ich auf der Arbeit bin, dann kann ich zu Fuß zu ihm nach Hause laufen. Noch besser. So. Ich weiß ja auch, wo er wohnt. Wie ging ich aus? Wäre jetzt komisch gewesen, wenn nicht. So. Oh Gott. Ey, nein, ist doch noch jede Menge Wohngebiet. Hä, bei dir ist das Licht ausgegangen. Hä? Spiel. Ja, ja. Strom und Wasser ist eigentlich genug hier, oder? Da ist auch kein Engpass vorhanden. Ja, aber dass er einen Schatten hat, ist doch nichts Neues. Ja, das ist klar, den habe ich eh. Das ist doch nicht nur ein Schatten, was der Mensch da hat. Meinst du, das wäre ein bisschen mehr? Kräftiger Dachschaden. Aber, ihr Lieben, auf YouTube. Wie gesagt. Gut, dass jetzt alle gehört haben, was ich gesagt habe. Wie gesagt. Das war die zweite Folge. Wir haben jetzt ein bisschen Industrie, noch ein bisschen Wohngebäude gesetzt. Wir haben jetzt hier die bisschen komplexeren Gebäude mit Wohnhäusern mittlerer Dichte. Mal gucken, wie die sich hier machen. Und ja, vor allen Dingen haben wir ein bisschen was über den Streamer gelernt. Ja, ja, genau. Und bis dahin sage ich dann Tschüssikowski. Bis bei Demski. Was hoffe ich, dass er anbleibt und ich wieder aufstehe. Wirsing! So. Ja. Apropos.
So, moin, moin, meine Lieben, auch bei YouTube. Willkommen aus dem Livestream und wir spielen heute City Skylines 2. Und ja, ich würde mal sagen, wir schauen mal. Bist du überhaupt da? So, die Frage ist, wo fangen wir an? Ich habe viele gesehen, die irgendwie hier angefangen haben. Alles schön und gut, aber mich zieht eher in die zentrale Wasserstraße, gerade so am Rhein hier unten. Das ist eigentlich immer perfekt. Ich sage, starten wir mal rein. Gucken wir mal. So, wir sind natürlich europäisch. Das machen wir mal alles aus. Naturkatastrophen lassen wir an. Tutorial fortsetzen. Wir machen mal ein neues. Und dann nennen wir das gute Hütchen. Also nicht Hütten. Ich rede allgemein. Was nennen wir denn? Oh mein Gott, ja, Knoblenz. So. Und dann schauen wir mal. Wir kommen mal rein in den Lachs. So. Ach ja. Wollte mal ein bisschen mit Kämmer, aber ich glaube, ich mache die Kämmer ein bisschen kleiner. Maus, Maus, Maus. Die Maus will ich kleiner machen. Okay. Geht das von der Größe? Ach, wir lassen es einfach so. So, dann fangen wir mal an zu lesen. Willkommen bei City Skylines 2. Genau hier können Sie Stadt Ihrer Träume errichten. Nehmen Sie sich die Herausforderung an, die in der Verwaltung der städtischen Dienstleitung und der Koordination des Verkehrsflusses besteht. Und folgen Sie dem Leben Ihrer Bürger. Nutzen Sie die Tutorials, um beim ersten Schritt zum Aufbau einer Stadt Hilfe zu erhalten. Ja. Mit einem weiteren Fortschritt werden immer mehr Hinweise und Ratschläge verfügbar, die Sie bei Bedarf in Anspruch nehmen können. Alles klar. Dann legen wir los. So. Verschaffen Sie sich vor Spielbeginn mit Hilfe der Kamerasteuerung einen Überblick über das Gelände. Falls Sie Tutorials zu einem zu einem beliebigen Zeitpunkt ein- oder ausschalten können, können Sie diesen Pausenmenü mit Hilfe des Zahnrad-Symbols in der rechten oberen Ecke tun. Im Pausenmenü können Sie Ihr Spiel speichern, allerlei Spielanstellungen anpassen, bla bla bla. Okay, an die Arbeit. Okay, also WASD. Okay, alles klar. Das ging mal hin. So. Ja, dann haben wir Q und E und B und G, R und F und Baustrat natürlich, ne? Gute Arbeit. Sie sind jetzt bereit, mit dem Bau Ihrer ersten Stadt zu beginnen. Wir haben Ihnen eine Aufgabenliste für Sie vorbereitet, um Sie durch den ersten Schritt zu geleiten. Beginnen Sie mit den Aufgaben, indem Sie Spielen auswählen und die Schritte absolvieren, diese Funktion freizuschalten. Unterwegs gibt es außerdem immer wieder Hinweise, die Sie durch die Information erhalten. Sie können im selbstgewählten Tempo voranschreiten und alles bereits abgeschlossene Aufgabe erneut absolvieren. Indem sie wiederum Spielen ausfällt. Ah ja. Okay. Dann haben wir hier unser Städtsche, was noch nicht da ist. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein, ne? So, und ich mache jetzt erstmal die Musik noch mal leiser, weil die ist wieder eindeutig. Die ist zu laut. Die ist mir viel zu laut. So, das reicht. So. So. Ist immer noch so laut. So, jetzt aber. So. Straßengrundlagen. Ja, was willst du denn von mir? Aha, Straßen sind Kernelemente der Stadt. Wenn Sie Straße errichten, erscheinen ja zentrale Straßen, bla 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 bla, indem Sie Bereiche. In diesen Bereiche können Sie bauen. Die meisten Straßen verfügen über integriertes Infrastrukturnetzwerk. Okay, wow, was ein Wort. Dieses umfasst Stromleitungen sowie Wasser- und Abwasserrohre. Alle Gebäude, die mit einer Straße in der Infrastrukturnetz verbunden sind, haben folglich auch automatisch eine Anbindung an diese Infrastruktur. Aha. Gut. Die Straßen gibt es allerlei verschiedene Größen und Konfigurationen, von kleinen Gassen, Einbahnstraßen bis hin zur riesigen Autobahn. Je größer die Stadt, desto höher wird das Tempolimit und die Verkehrskapazität. Nö. Bei mir wird nur 30 gefahren. So.
Die zweispurigen Straßen ist eine Standardstraße mit zwei Fahrspuren. Eine in jede Fahrtrichtung mit Straßenelementen auf einer Seite. Ja, kriegst du jetzt die ganzen Straßenelemente erklärt oder was? Werkzeugoptionen, ja. Vielleicht zack, das bauen wir, was sie wollen. Abhängig davon, aktuell bauen sie verschiedene Optionen verfügbar. Okay. So, Werkzeugmodi, unterschiedliche Modi, die ihnen zum Errichten von Straßen unterschiedlicher Form helfen. Ja, gut, das kann man auch vom alten ersetzen. Ja, okay, das ist klar. Absenken. Das Absenken der Straße ermöglicht den Bau von Tunneln. Sie können Tunnel unterschiedlichen Höhen lang errichten. Ja. Sieht sich auf die Unterschiede. Können. Dies ist besonders beim Errichten von Linien des öffentlichen Verkehrs nützlich. Ah ja. Dann gut, erhöhen, Rampen und sowas. Stellen Sie ein, wie stark der Höhenunterschied, wie stark der Unterschied verändert, wenn Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten nutzen. Ah! Parallel, Straßen perfekt aus, parallel ausrichten. Sie können den Abstand zwischen den Straßen erhöhen oder reduzieren. Ah, okay, cool. So, einrasten mit der Option. Können Sie die Form und die Platzierung Ihrer Straße im Detail anpassen? Und wenn Sie einrasten aktivieren, reagieren Straßen und andere magnetisch auf eine bereits aktivierte Einrastfunktion. Mhm. Okay. So, dann. Straße bauen. Holla die Waldfee. Ja, nee, ist klar. So, die Frage ist, wie baue ich diesmal? Da ist schon weltlich, da ist das Wasser. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier rüber. Ich hatte noch den Kreisverkehr, aber den habe ich noch nicht. Okay. So, die kommen also hier an. Die kommt später im Kreisverkehr. Steht fest. Mittlere Straße. Ziehen wir die erstmal komplett hier durch. Richtig, gerade. Ich könnte die Einrastfunktion, obwohl das sieht gut aus. So. Und dann gehen wir hier schön in eine schmale Straße. Was geht das? Besser Einrastfunktion als Ausrastfunktion. Ja, genau. So. Glaub mir, ich weiß nicht, wie oft ich noch ausrasten werde. So, unsere erste Straße, ja, Grundlagen. Ja, ich brauche jetzt keine Planierraupe. Meine Wohnzone reichen mir aber noch nicht. Egal, wir gehen mal ganz lieb nach Tutorial, ja? Hä? Was für Probetraining? Hä? Hab ich was verpasst? So, Wohnzone. Zone. Mittelzonen wird festgelegt, welche Gebäudearten im außergewählten Bereich errichtet werden. Gebäude in Zonen werden automatisch nach den Bedürfnissen der Stadt errichtet. Ja, im Moment brauchen wir. Ja gut, die Zonentypen kennt ihr ja alle noch vom Alten, ne? Und da ist es nichts Neues. Naja, Thema. Mhm. Das sind jetzt einzeln, das ist der Pinsel. Ja, komm. Ich wollte da Wohnungen haben. Mann! Das ist ja voll uncool. Okay, ja cool, warum nicht? Ja. Weil jetzt muss ich die selber anpinseln oder was? Nur weil. Ja. Ja, gut, so geht das. Ich guck euch an, oder? So. Das sieht doch schon schöner aus. So. Zack. Wieso ist da jetzt nichts? Ja, okay. So. Zwei Straßen Wohnzonen. Mhm. So, Wohnzonen zuweisen, ja, habe ich ja schon gemacht. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall. Klingt ja gut. So, was brauchen wir jetzt? Ja, Zone entfernen, nee, will ich nicht. Ja, Zone neu definieren, ja, schön und gut. Mhm. Abbruchfall für Gebäude, ja, okay. Werden mit der Zeit automatisch abgerissen, okay, dankeschön. Gewerbezone. Ja, toll, hau ich denn hier ein Gewerbegebiet hin? Hm. Dann hier rein, oder? Dann haben wir dann auch wieder die. Was ist das? Da ist ein bisschen zu weit. Das passt. So. Sieht gut aus.
natürlich. Ja, egal. So, dann kommt da das Gewerbe hin. Naja, bla bla. Das Gewerbe kann man ruhig ein bisschen runterziehen. So. Zack. Das sieht gut aus. So, habe ich gemacht. So, ja, habe ich doch jetzt und jetzt. Durch das Pausieren der Simulation mit Zeit und ja, Simulationgeschwindigkeit. So, Industriezone. Ich bin bereit. Jetzt zieh da oben hin. Wieder egal. Ich habe Industriestrecke der mittlere Straße. Oh, passt. So. Perfekt. So, da kommt auch die Industriezone dahin. Ja, ja, laberababa. Perfekto. Die Grazie. So. Haben wir auch schon alles. Zonennachfrage. Ja, Industrie ist auch weg, ja, weiß ich. So. Ja, Strom. Strom wäre angebracht. Hallo YouTube. So. Strom. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Strom zu erzeugen. Jede diesbezügliche Entscheidung bringt Vor- und Nachteile mit sich. Ein kleines Kohlekraftwerk. Ein Kohlekraftwerk ist eine gute Quelle für Hochspannungsstrom, erzeugt jedoch jede Menge Verschmutzung und Lärm. Die Windkraft ist eine gute Quelle für grüne Energie. Sind wir grün? Nein. Die Abgabeleistung ist jedoch stark wetterabhängig. Importquelle Strom kann mit Hilfe von Starkstromleitungen aus Nachbarstädten importiert werden. Sie müssen sich in diesem Fall um keinerlei Wartung kümmern. Der Ankauf von Strom kann jedoch bei zunehmender Bevölkerung sehr teuer werden. Wählen Sie die Stromquelle, mit der Sie beginnen möchten, und schließen Sie das Fenster, um fortzufahren. Was nehmen wir denn? Nehmen wir Import? Nehmen wir Grün? Oder nehmen wir Kohle? Was sagt ihr denn? Was würdet ihr denn sagen? Was würdest du denn sagen? Bist du leise? Man hört dich nicht. Grünkohle oder Import? Definiere grün, ne? Ja, grün halt mit. Gehen die dann nur auf Wind oder auf so, auch auf Solar und so? Ich kann halt Wind, ich kann später auf Solar gehen, ich kann auf Kernkraft gehen und was weiß ich nicht alles später. Ja, Kernkraft ist für mich auch nicht wirklich grün. Ja, doch, dann grün, dann steigt man zu grün. Ja! Okay, das Strahlen ist grün. Ja. Ach komm, Kohle. Pass auf, dass du nicht nachher Klimakleber hast. Die sind mir doch egal. So. Sollen sie sich festkleben, ne? Genau. Am besten an der Kohle. Muss ich die von hier irgendwie darüber ziehen? So. Bis dahin. Da geht Strom. Ja, doch, Strom ist da. Ah, ach so, geht der Strom unter der Erde. Aha. Gut zu wissen. Okay, ich importiere Strom auch. Okay. So, Verbindung mit einer Import. Wenn der Strom aus einer Importquelle einführen, müssen Sie ein Umspannwerk errichten. Sie konvertieren den Hochspannungsstrom aus den Starkstromleitern in Niederspannungsstrom und speist diesen in die Stromleitungen unterhalb der Straßen ein, damit das Gebäude genutzt werden kann. Okay. Ja gut, aber ist ja da. Ist am Umspannwerk dran. Oder? Ja, passt. Also brauchen wir das schon mal nicht. Okay, ich brauche doch eins. Die Straße, oder kann ich das irgendwo platzieren?
Vielleicht euch kannst du irgendwo platzieren. Ah, wie wird man Kinder los? Richtig, man geht sie aufräumen schicken. Man schickt sie einfach ins Zimmer. So. So. Na, hast du deinen Strom schon gebaut? Ja. Ist schon nicht schön. So. Passt. Für den Unterschied von Starkstromleitungen, ja, ja. So. Anschluss von Importstrom, ja, ist okay. Hab den jetzt angeschlossen, fertig, aus. So. Mhm. Stromansicht. Stromfluss, die habe ich ja eben gesehen. Leitungskapazität. Stromengpass. Die maximale Kapazität einer Stromleitung oder einer Starkstromleitung erreicht, bildet sich ein Engpass. Engpässe blockieren den Stromfluss und sorgen dafür, dass Gebäude in der betroffenen Leitung nicht genügend Strom erhalten. Sie müssen den Engpass überbrücken und ihn beseitigen, um die Stromleitung wiederherstellen zu können, indem sie ihren Stromfluss umleiten. Ah ja. Okay. Gut zu wissen. So, Wasser. Wir brauchen Wasser. Ja. Das Wasser von Kölle? Ja. So. Gehen wir mal auf Wasser. Eine Grundwasserpumpstation können eingesetzt werden, wenn sie innerhalb der Stadtgrenze unterirdische Wasservorkommen befinden. Hast du? Ja. Dann gib ihm. So, eine Wasserpumpstation kann eingesetzt werden, wenn sich innerhalb ihrer Stadt ein Zugang zum offenen Wasser befindet. Jede Menge. Wasserpumpen werden am Ufer an der Oberfläche errichtet und versorgen die Stadt mit sauberem Wasser. Auswahl der Pumpstation. Was nimmt man denn? Grundwasser? Ja gut, die bringt nicht so viel. Wie die Pumpstation. Ja komm, ich hole eine Pumpstation. Die bringt eindeutig mehr. Kommt das auch von hier hinten? Ja, okay, da kann ich es schlecht errichten. Das heißt, die planiere ich wieder. Machen wir nochmal eine neue. Da kann man hier noch eine Straße herziehen. Hey, Meilenstein freigestellt. Ein winziges Dorf. Gratuliere deine Mühe und tragen Früchte. Du hast in deiner ersten Stadt Schritte Erfolg getan. Yay. Und ja, ich weiß, es gibt ein Erfolgsmenü. Das habe ich schon rausgefunden. Das müssen wir erstmal hier an die Straße anbinden. So. So, habe ich getan. Was jetzt? Ja, habe ich doch schon. Anschluss von Wasserpumpenstation. Ja, brauche ich damit. Das ist automatisch, oder? Ja. Wie läuft? Nee. Das war klar, ne? Hexe. Was? Hexe ärgert mich wieder. Ich bin keine Hexe. Nein, meine kleine Hexe. Leonie hat Dance Monkey entdeckt. Ja, auch richtig so. So, ein funktionierendes Abwässersystem für eine Stadt ist eine zelle Bedeutung. Ja, okay, Abwasser ist klar. Da. Ach, du warst das, nicht die Kleine? Okay. So, leiten verbrauchtes Wasser ins Wassernetz ab. So, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir hier die Pumpstation beeinflussen. Das heißt, dahin. Mhm. Eine Abwasserleitung. Oh, ich muss mal da näher ran hier. Du warst das. Na gut, solange es das andere nicht war. So.
Hallo? Du geht das nicht. Wo will ich denn hin hier? So. So, Abwasser ist auch da. Was braucht er sonst noch? Verbindung des Abwasserflusses ist ja. Wassermarsch, das andere war gemeiner. Ich trinke gleich noch was Cola, ja. Nee, da steht, hör mal, da steht Wassermarsch, nicht Cola-Marsch. Ich habe aber kein Wasser da, also. So. Du hast einen Wasserhahn, oder? So, deine Stadtdienstleistung hat keine Straße. Bitte. Ja gut, sie müssen ihre Dienstleistung an einer Straße erwischen. Nein, nimm mal deine schon auf. Ah ja, gut, dann würde ich was sagen. Ihr lieben YouTuber. Das war's dann mit der ersten Folge hier. Wenn es euch gefallen hat, ist natürlich Daumen nach oben da. Und wie gesagt, nicht wundern, wir sind live on stream. Und ich sag Tschüssikowski, bis bei den Skaten.